Ganz herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr das erste Mal dabei seid, herzlich willkommen. Wir machen hier eine Legung für den Monat Januar 2018. Schön, dass ihr da gut, gesund und freudig angekommen seid. Und ja, wir werden, ich sag mal, das so ein bisschen beleuchten, worauf ihr im Januar achten solltet, worauf ihr hingewiesen werdet. Was für euch gut ist, was für euch vielleicht weniger gut ist. Und ihr könnt natürlich in eurer Situation entscheiden, was für euch passt. Weil durch Leben und Agieren müsst ihr selbstverständlich auch persönlich. Ja, das kann ich euch nicht abnehmen. Und das ist eine allgemeine Legung, also bitte darauf achten. Es kann, es muss aber nicht immer zutreffen, weil es so viele Leute sind, die sich das anschauen. Und für denjenigen, für den das relevant ist, der wird sich auch entsprechend angesprochen fühlen. Ja? Also, wie gesagt, was ihr daraus nehmen könnt, was euch weiterhilft, das ist durchaus ernst zu nehmen. Könnt ihr auch verwenden, würde ich mich freuen. Wenn ihr dazu irgendwas erlebt habt oder irgendwas zu erzählen habt, gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr weiter informiert werden wolltet, wenn was Neues kommt, dann würde ich euch bitten, einfach den Abo-Button zu drücken und diese Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues kommt. Wir schauen uns jetzt den Monat Januar an und ich freue mich auf euch. Und wir starten natürlich sofort. Bis gleich! Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Liebe Jungfrau, ich habe heute das keltische Kreuz für dich für den Monat Januar. Wir gucken mal, welche Energien und welche Dinge da so für dich auf dem Plan stehen und wie wir Dinge positiv beeinflussen können. Wir beginnen mal mit der Ausgangssituation und das ist der Wagen. Eine sehr positive Energie. Es geht darum, fortzufahren, weiterzugehen, seinen Zielen sich zu nähern, die Pferde zu zügeln. Da gibt es ja ein schwarzes und ein weißes beim Wagen. Und ja, und wie du das in den Griff bekommst, schauen wir mal. Wir haben als zweite Karte den Eremiten. Das heißt, aus der Situation des Eremiten, der nach der Wahrheit sucht oder nach dem richtigen Weg, dann mit dieser Erkenntnis voranzuschreiten. So, dann gehen wir mal weiter. Was ist so das, was dir im Januar im Kopf herumschwirrt? Page der Stäbe. Das heißt, du hast einen Punkt, eine Sache, etwas, das dich beschäftigt, worauf du dich fokussierst. Das ist der eine Stab, den der Page in der Hand hat. Und da denkst du drüber nach. Oder das ist ein Gedanke, der dich nicht verlässt. Dann haben wir dein Bauchgefühl. Das sagt dir, das ist deine Wunscherfüllung, die 9 der Kelche. Gucken wir mal. Deine jüngere Vergangenheit, 4 bis 6 Wochen bis zu diesem Zeitpunkt. Was hat da für dich eine Rolle gespielt? Die 4 der Kelche. Die 4 der Kelche ist eine Karte, die sozusagen, ich nenne das immer Schmollkarte, weil derjenige den einen Kelch nicht sieht, sondern den dreien da unten hinterher trauert. Kann ein Angebot sein, das du ausgeschlagen hast. Und wie sich das auswirkt, da gucken wir gleich noch nach. Das nächste ist deine nähere Zukunft. Und da haben wir den Ritter der Schwerter umgedreht. Ritter der Schwerter sind Wahrheitssuchende. Die Stimmung ist, wenn sie nicht umgedreht ist, die Karte auf ein bisschen auch auf Krawall aus. Ja, also Schwerter durchschneiden auch. Und umgedreht ist das schon ein bisschen ruhiger. Es geht wohl um eine verbale Sache, die du aber, ich sag mal jetzt nicht so herausposaunen solltest oder die jetzt nicht so krass geäußert werden soll, also eben nicht ganz so wie der Ritter der Schwerter das tun würde. Das werden wir gleich noch klären. Dann gucken wir mal deine Position. Das ist dein Selbstbildnis für den Monat Januar. Das ist die Königin der Münzen. Also sehr etabliert, sehr gesetzt, sicher,
stabil, geerdet. Schön. So siehst du dich selbst. Dann gucken wir mal, wie dein Umfeld dich sieht. Und da haben wir dich als König der Schwerter. Das ist wieder eine Persönlichkeit, die sehr, ich sag mal, direkt in ihren Äußerungen ist. Das eben nicht immer schön verpackt, aber auch knallhart Entscheidungen trifft und damit auch erfolgreich ist. Aber eben na, ziemlich hart rüberkommt. Nicht so voller Gefühl. Wie ist denn die Position Hoffnungen und Ängste bei dir besetzt? Entscheidung. Zwei der Münzen. Du hast irgendwie Entscheidungen anstehen. Du sollst dich entscheiden und fürchtest dich ein bisschen davor. Wir können gleich mal klären, um was es geht. Und der mögliche Ausgang diesen Monat ist die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche, das ist wieder jemand, der die umgefallenen Kelche berücksichtigt, sich aber nur umzudrehen braucht, um die zwei anderen Kelche zu sehen. Die Karte heißt auch, sich von etwas Liebgewonnenem trennen und trotzdem weitergehen. Ja, um einen sichereren Hafen zu erreichen oder eine neue Herausforderung anzunehmen. Ja, gucken wir mal, was der Eremit in der Mitte mit dem Wagen bedeutet. Es geht um Sicherheit. Es geht um das Ass der Münzen, die Sicherheit, finanzielle Stabilität, auch persönliche, mentale Stabilität. Die suchst du. Und du solltest dich dann mit der Mäßigkeit, also nicht übertrieben darüber zu überlegen oder zu lange zu zögern, ausgewogen bleiben, in Balance stehen, ja, und halt auch nicht, wie der Wagen sagt, direkt voranpreschen, sondern erst überlegen, die Sicherheit suchen und mit der Mäßigkeit einfach versuchen, das in einem gesunden Mittelmaß durchzuführen. Was ist das Angebot in der Vergangenheit, das du möglicherweise ausgeschlagen hast? Es hat mit Arbeit zu tun. Du hast dir die Früchte deiner Arbeit angeschaut und da gab es ein neues Projekt. Und da hast du wahrscheinlich nicht direkt zugegriffen. Ja, du hast erstmal abgelehnt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist dein gutes Recht. So, dann haben wir das, was dir im Kopf rumgeht. Um was geht es da? Es geht auch um Arbeit. Aber vielleicht war das Angebot nicht das, was dir vorschwebt. Also du denkst darüber nach, dass du doch sehr viel leistest und damit auch, ich sag mal, vielleicht größeren finanziellen Erfolg haben solltest. Dazu brauchst du Kraft. Und diese Kraft steht dir auch zu, beziehungsweise die hast du auch. Die musst du nur in dir auch wecken. Jetzt schauen wir mal, das wäre deine Wunscherfüllung. Ja, wie kannst du diese Wunscherfüllung realisieren? Komm aus deinem Gedankenkäfig heraus, ja? Die Acht der Schwerter bedeutet immer, dass du dich in deinen eigenen Gedanken gefangen hältst und einfach mal loslösen musst davon. Sprich mit jemandem, ja, denk an jemanden, der dir lieb und teuer ist, entweder der Partner oder eine liebe Freundin. Das kann diese Blockade vielleicht lösen. Und hier ist wahrscheinlich das, wie du das, ich sag mal, an der richtigen Stelle anbringen kannst. Dafür musst du wahrscheinlich auch wieder, wie im Ausgang, auf irgendwas Liebgewonnenes verzichten. Es geht um Tradition. Vielleicht musst du mit einer Tradition brechen. Vielleicht steht eine Tradition dem im Wege. Wenn du das überwindest, hast du volle Fahrt voraus. Schön. Also, mit charmanter Attitüde, also nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen,
sich darüber Gedanken machen, auf was man gegebenenfalls verzichten kann. Tradition, wenn du vielleicht eine Tradition oder vielleicht ist das auch deine eigene Zurückhaltung überwinden, ja, dann kannst du dein Ziel erfolgreich auch angehen. Dann kannst du den Schritt wagen. Ja, wir haben dich jetzt als Königin der Münzen. Halte dich an deine Freundschaften. Ja, hol dir da die Stärke, um diese Sache, die dir wichtig ist, auch anzugehen. Sie ist auf jeden Fall positiv belegt. Warum sehen dich eigentlich die anderen als König der Schwerter? Weil du dich verteidigst, dich verteidigen kannst. Mit der 9 der Stäbe hast du dich vielleicht auch dahingehend ein bisschen verausgabt. Achte mehr auf Teamarbeit. Die 3 der Münzen spricht von gemeinsam etwas aufbauen. Wenn du mit anderen Leuten vielleicht gemeinsam am gleichen Strang ziehen kannst, kannst du auch leichter deinen Wunsch vielleicht in dem Job durchsetzen. Dann haben wir hier die 2 der Münzen in Hoffnungen und Ängste. Und da geht es um die Stabilisierung deines Zuhauses. Das, was dir wichtig ist, dein Zuhause, deine Familie, das ist dir wichtig. Und das wird auch, wenn du das durchziehen kannst, was ich dir eben gesagt habe, kannst du das auch weiterhin absichern. Und der mögliche Ausgang diesen Monat im Januar, was gibt es da für die Jungfrau noch Wichtiges zu wissen? Königin der Kelche. Viel Gefühl kommt auf dich zu. Also, wenn du es wagst und wenn du da dich durchringst, dann kommst du auch dahin, wo du hin willst und wirst selbst zur Königin der Kelche, weil du sehr zufrieden mit dir bist, weil das Gefühl für dich selber dann auch stimmt. Und du hast vollen Erfolg. Das wird dich sehr, sehr glücklich machen. Also, liebe Jungfrau, hab keine Angst, Hürden zu überwinden. Ja, ob es jetzt Traditionen sind, deine eigenen Ängste. Du hast die Voraussetzung, du kannst das schaffen. Sei charmant und liebevoll, wenn du das anbringst. Hol dir Unterstützung. Sprich mit jemandem, um deine innere Blockade zu lösen und hol dir vielleicht im Kollegenkreis, sofern möglich, auch Unterstützung. Ja? Arbeite im Team, dann bist du stärker, dann seid ihr als Team stärker. Deine Hoffnung und Ängste, du möchtest alles absichern, dein Heim, deine Finanzen und das kannst du auch schaffen. Guck dir das an. Du musst vielleicht etwas verändern, auf etwas Liebgewonnenes verzichten, aber du wirst die Königin der Kelche. Im Sinne von, du wirst zufrieden und glücklich und bekommst noch das Ass der Kelche drauf. Also, super. Ich freue mich für dich. Wir machen gleich noch eine weitere Legung. Vielleicht können wir das noch vertiefen. Also, bis gleich. So, liebe Jungfrau, wir haben jetzt noch mal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja? Also wir gucken mal, was da für dich eine wichtige Rolle spielt, jetzt gerade auch für den Monat Januar. In der Vergangenheit haben wir den König der Münzen, also finanzielle Stabilität und mentale Stabilität. Den König der Schwerter, den hatten wir eben auch schon, also gute Kommunikation, manchmal ein bisschen barsch. Und das Gericht. So, das heißt, du hast in der Vergangenheit schon darauf hingearbeitet, deine Situation zu stabilisieren. Gucken wir mal weiter. Gegenwart. Da haben wir die 7 der Münzen. Das heißt, auf das warten, was wir gesät haben. Wir haben die Sonne in der Mitte. Sehr schön. Dann haben wir die Königin der Münzen. Ja, auch wieder Stabilität. Also du arbeitest fleißig daran, da alles abzusichern und dich auch richtig gut zu fühlen dabei. Die Zukunft. Das ist das Gericht.
Das war hier Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und das Gericht. Dann haben wir die Königin der Kelche, die hatten wir eben auch. Und die 10 der Kelche. Eben hatten wir die 9 der Kelche, jetzt haben wir die 10. Also, schauen wir mal. Was in der Vergangenheit mit dem König der Schwerter, was war mit dem? Hat er deine Pläne irgendwie verhindert? Gericht. Er hat über dich geurteilt. Also es gab eine höher gestellte Persönlichkeit, die irgendwo auch ihren Einfluss geltend gemacht hat. Und was war hier jetzt mit der Gerechtigkeit? Ja, da hat jemand, also da ist jemand draußen im Regen stehen gelassen worden. Unfair. Also es war nicht gerecht. Du hast also weiter gearbeitet und auch sehr erfolgreich mit der Sonne hier. Und hast natürlich auch alles, was dir wichtig ist, soweit abgesichert. Dann haben wir in der Zukunft das Gericht. Was gibt es da? Du machst dich auf zu neuen Ufern. Das heißt, du kommst in seichtere Gewässer. Also es ist nicht mehr so, ja, so schwierig, so stürmisch sozusagen. Und das hier, da musst du raus. Aus dieser Gedankenkette musst du raus. Und wie schaffen wir das am besten? Mit Gefühl. Ja? Also, wie ich dir eben schon sagte, hol dir jemanden dazu, der dich berät, der dir vielleicht Hilfestellung geben kann, mit dem du dich besprichst. Und wie erreichen wir die Königin der Kelche hier? Entspann dich. Mach dich nicht nervös deswegen. Du kannst eine andere Perspektive einnehmen, das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder jemanden fragen, der vielleicht einen anderen Blickwinkel hat. So. Und lass dich nicht beirren. Der Teufel ist vielleicht jemand, der dir das missgönnt, der dich vielleicht nicht, ich sag mal, in einer gehobenen Position sehen möchte und der dir die Unwahrheit sagt. Also bitte aufpassen, was mit unehrlichen Kollegen vielleicht auch zu tun hat oder so. Lass dich von deinen Gefühlen nicht beirren, frag jemanden, der dir nahesteht. Und wie kommen wir jetzt zu den 10 der Kelche? Natürlich weiterarbeiten, fleißig weiter daran arbeiten. Und den Wunsch weiter verfolgen, ja? Es kommt, ja? So. Die Königin der Münzen ist da. Die hatten wir eben auch in der Legung und du wirst das auf jeden Fall, aber du musst dich selber auch ein bisschen hinterfragen. Du musst dir selber überlegen, was muss ich an meinem Gebaren vielleicht oder meiner Arbeitsweise oder meinem Auftreten gegenüber irgendwelchen Personen anpassen. Das ist leider manchmal so im Berufsleben, damit sie mich nicht außen vor lassen, was natürlich ungerecht ist. Selbstverständlich. Aber du hast hier alle Voraussetzungen, dorthin zu kommen. Und ich denke, deine Arbeit und dein Fleiß überzeugen. Du hast hier ein bisschen, ja, du fühlst dich ausgegrenzt. Ja, sprich mit jemandem darüber. Lenk dich mal ab oder versuche mal mit jemandem, der dir nahesteht, zu sprechen. Nimm einen anderen Blickwinkel ein. Und diese Leute, lass sie machen, was sie wollen. Du überzeugst letztendlich durch Taten anstatt durch Gerede oder so. Und hier hast du die 10 der Kelche durch deine Arbeit, dadurch, dass du deinen Wunsch weiter verfolgst. Und dass du dir Unterstützung holst. So. Und hier steht, warte. Stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser sein. Also, die Zeit heißt,
besprich dich ruhig mit anderen. Denk die Sache richtig durch, weil du weißt ja, wie du in dieser Situation bist. Das ist ja eine allgemeine Legung. Die Leute, die dir nahestehen, können dir helfen und werden das auch tun. Und geh die Sache ein bisschen anders an, aber lass dir Zeit. Ich habe jetzt noch eine Karte gezogen. Die Liebe und Hilfe von Kindern wird dir sehr wichtig sein. Oder Leute aus deiner Kindheit könnten zu dir zurückkehren. Alte Erinnerungen können heilen. Oder es könnten alte Kindheitsträume wahr werden. Also, vielleicht hast du auch jemanden aus der Vergangenheit, der dir einen guten Rat geben kann, der dich gut kennt. Ja, oder du triffst jemanden aus der Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall durchweg positiv. Du hast die Möglichkeit und ich hoffe, dass du es auch schaffst. Ich würde mich freuen, wenn du mir mitteilst, wenn ich dir damit helfen konnte und wenn das dann natürlich auch, wenn möglich, zu deinem Erfolg geführt hat. Also bitte dann Hinweise für mich in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, wenn das klappt. Und ich wünsche dir für den Monat Januar alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen, ja? Bis dann, ja? Tschüss!